Ja, hallo meine Freunde, ich bin's, euer Crimson. Heute mal mit einem kleinen Tutorial und keinem Let's Play, sondern heute soll es mal um das Tutorial gehen, wie ihr die Nvidia-Technik DSR auf eurer Nvidia-Grafikkarte anschaltet und was DSR eigentlich ist. Nun, eins vorweg, was ist DSR? DSR steht für Dynamical Super Resolution, also auf Deutsch dynamische Superauflösung. Und ist eigentlich nichts anderes als eine schon bekannte Technik des Nvidia-Treibers, die sich Downsampling nennt. Kennen jetzt nicht viele von euch, aber um das euch kurz zu erklären, was es ist. Also DSR oder Downsampling ist nichts anderes als die Erhöhung der Auflösung eures Monitors. Ihr werdet euch sagen, hä, ist doch gar nicht möglich, der hat doch eine feste Auflösung, das geht nicht. Doch. Also nehmen wir mal einen Grundwert. Nehmen wir mal Full HD als Grundwert. Also hier oben 1920 mal 1080 Bildpunkte. Ne? Was macht nun DSR oder Downsampling? Exakt das Gegenteil, was ihr sonst macht. Wenn ihr zum Beispiel ein Spiel habt wie Crysis 3 und euer PC hat einfach nicht die Leistung dafür, schaltet ihr meistens doch die Auflösung etwas runter. Selbst wenn die ganzen Grafikdetails schon auf niedrig habt und es ruckelt immer noch, Auflösung runtersetzen. Nun, DSR geht in die andere Richtung. Es erhöht die Auflösung. Ihr habt zum Beispiel, wie gesagt, Full HD und setzt in DSR gibt es sogenannte Faktoren. Also Faktor ist der niedrigste ist 1,2 bis Faktor 4. Nutzt ihr zum Beispiel jetzt Faktor 4, kriegt ihr die Auflösung von 4K, aka UHD, also Ultra HD. Das entspricht 3840 mal 2160 Bildpunkten. Nun sagt ihr euch aber, mein Monitor kann das gar nicht. Ich habe nicht mal einen Fernseher, der so eine hohe Auflösung besitzt. Vollkommen richtig. DSR nimmt das Bild, also das Bild, was von eurem Spiel wird in der hohen Auflösung berechnet, wird aber runterskaliert wieder auf die Größe von eurem Monitor. Das heißt, ihr seht dann nicht nur einen Ausschnitt von dem Bild, sondern also in dem Fall ein Viertel, sondern ihr seht das ganze Bild. Nun, was soll das bringen? Ihr habt, um ein kurzes Beispiel zu bringen, wenn ihr ein Spiel habt, wo ihr viel Vegetation habt, also viele Bäume, Gräser etc. Nur zum Beispiel mal Skyrim. Und diese Technik sorgt dafür, dass halt alles höher aufgelöst wird und ihr habt dieses Kantenflimmern nicht, dieses Flimmern in Bewegung, was absolut widerlich ist, meiner Meinung nach. Das verschwindet fast komplett. Es ist wirklich weg. Es ist quasi eine Anti-Aliasing-Methode. So könnt ihr das sehen. Es glättet das ganze Bild, es wird ruhiger, es sieht hübscher aus, Texturen werden nachgeschärft, es wirkt alles natürlicher und wesentlich besser. Nun, um diese schöne Technik zu nutzen zu können, braucht ihr dementsprechend auch eine gute Grafikkarte. Ich selbst besitze eine GTX 680, 4 GB und das Ganze noch übertaktet. Gar kein Problem. Habt ihr eine schwächere Karte, müsst ihr gucken, ob es auf eurem PC läuft. Dafür gibt es aber die Faktoren, die werde ich euch gleich zeigen. Nun, wie schaltet ihr DSR an? Ganz einfach. Ihr habt die Option, einen Rechtsklick auf dem Desktop, Nvidia Systemsteuerung, oder ihr macht hier unten einen Rechtsklick und geht dann über die Systemsteuerung. Wir machen es vom Desktop, Systemsteuerung. So, wo findet ihr das? Das findet ihr unter 3D-Einstellungen Verwaltung. Dann habt ihr hier die globalen Einstellungen, das Grundprofil. Da müsst ihr euch dran halten. Dann zoomt ihr ein kleines Stück runter und hier haben wir es. DSR Factor. Das ist momentan bei mir offline, erkläre ich gleich warum. Dann habt ihr hier den Faktor 1,2, 1,5, 1,78, 2, 3, 2,5 und noch 2,5 und 4. Ich lasse das Ganze jetzt mal aus. Das könnt ihr alles aktivieren und dann habt ihr verschiedene Abstufungen. Und je nachdem, wie die Abstufungen halt ausfallen, könnt ihr die dementsprechende Auflösung nutzen. Das heißt zum Beispiel, wie ich sagte, schon bei Full HD ist es bei Faktor 4 3048 mal 2160 Bildpunkte. Nun, da gibt es dazu aber auch noch die Smoothness. Da gibt es einen Standardwert, der liegt bei Nvidia bei 33%. Ich würde euch empfehlen, das pro Spiel auszutesten. Das bewirkt nämlich, ob ihr mehr Bildruhe haben wollt oder etwas schärfer haben wollt oder mehr verwaschener, je nachdem, wie das halt wirkt. Ich empfehle mein empfohlener Wert liegt zwischen 20 und den 33. Ich selber nehme immer so einen zwischen 25 und 27%. Müsst ihr selber testen, wie ihr das wollt. Das ist ein bisschen Einstellungssache. So, wie gesagt, hier aktiviert die DSR und das Ganze läuft. Nun,
Wenn ihr Downsampling verwendet, wie ich es normalerweise tue, dann geht das nämlich nicht mehr. Ihr könnt nämlich, wenn ihr DSR nutzt, keine benutzerdefinierten Auflösungen mehr festlegen, sofern ihr das überhaupt schon jemals verwendet habt. Nur, da geht es leider nicht. In welchen Spielen macht zum Beispiel DSR Sinn? Macht zum Beispiel in vielen älteren Spielen Sinn, die keine Kantenglättung bieten. GTA 4 zum Beispiel. Oder Gothic 4. Das sind jetzt mal so zwei Spiele, die mir einfallen. Die keine interne Kantenglättung bieten, ist das eine super Sache, könnt ihr es einschalten und das läuft. Hat DSR negative Begleiterscheinungen? Ja. Wenn ihr Spiele habt, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Counter-Strike Go, das hat im Spiel selber keine Probleme. Wenn ihr aber einen Community-Server aussucht, ist die Schrift so wahnsinnig klein, weil die nämlich nicht mit nach oben skaliert. Ist die so wahnsinnig klein, ihr könnt sie echt nicht lesen. Das habt ihr in einigen Spielen als Nachteil, ihr könnt die Schrift da einfach nicht mehr nachvollziehen. Es ist einfach nicht lesbar. Das ist der dementsprechende Nachteil. Sonst halt der Leistungsverlust, den ihr habt. Kommt aber auch aufs Spiel drauf an. Es gibt Spiele, da frisst ihr es eher weniger, es gibt Spiele, da frisst ihr es eher viel. Müsst ihr ausloten, dafür habt ihr auch die verschiedenen Faktoren, was ihr dann zwischen maximaler Qualität und noch Spielbarkeit habt, könnt ihr dort dementsprechend ausloten. Ihr könnt auch DSR per diesen Nvidia-Tool aktivieren. Könnt ihr hier auf Spiele gehen und da habt ihr hier zum Beispiel die Auflösung, bei mir ist das jetzt Counter-Strike Go. Könnt ihr hier die Auswahl festlegen. Das zeigt euch an, empfohlene Auflösung wäre dann bei mir 3072 zu 1458 Super Resolution. Könnt ihr aber auch im Spiel dann separat festlegen. Ne? So, das war's soweit zu DSR. Ich hoffe, mit dem Tutorial ist ein bisschen erklärbar gewesen. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Lasst mir einen Daumen da. Lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ich bedanke mich nach wie vor und c'est la vie.